Halli, hallo. Ja, falsch, ne? Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mundaun. Schön, dass ihr am Start seid. Bitte nicht wundern, dass die Folge hier an einem anderen Ort startet, als die letzte geendet hat. Ich habe gerade eine komplette Folge damit verschwendet, nach Alegrias Kopf zu suchen und habe ihn einfach nicht gefunden. Und das wollte ich euch ehrlich gesagt nicht antun. Deswegen starten wir jetzt hier nochmal neu. Ich habe mir die Folge davor, beziehungsweise die davor angeguckt, um nochmal zu schauen, ob der Walter mir irgendeinen Tipp gegeben hat. Aber das Einzige, was er sagte, ist, dass sie bei Florina und den anderen Geistern ist. Deswegen bin ich jetzt auf die Idee gekommen, vielleicht nochmal hier zu schauen. Weil bisher war ja Florina mit den Geistern eigentlich hier oben vor der Kapelle. Und eventuell ist sie ja doch hier unten. Wir sollten ja sowieso mit dem Schlüssel einmal zu Großpapas Haus zurück. Oh Gott, oh Gott. Aber wir könnten es schaffen. Ja. Ja, und vielleicht ist ja das hier wieder gemeint. Also Heustation hätte ich halt eigentlich als das Ding da oben anerkannt. Okay, jetzt haben wir es vergeigt. Aber sie ist auch nicht mehr da oben. Ja, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe jetzt hier nochmal neu aufgenommen, weil ich habe wirklich einfach jeden Zentimeter untersucht an dieser Heustation da oben und habe nichts gefunden und das wollte ich euch ehrlich gesagt nicht antun. Aber ich habe halt echt keine Ahnung, wo gemeint ist. Also hier ist sie auch nicht. Das hier ist alles der Friedhof, das ist ja nicht die Heustation. Weiß nicht, ob wir vielleicht erst Heu aufladen müssten. Um das Ganze dann an die Heustation zu bringen, dass wir vielleicht durch das Heu abladen die Geister anlocken. Keine Ahnung, aber so klang es halt absolut nicht. Hat halt wirklich nur gesagt, nimm sie mit und sie wird dir helfen und sie ist an der Heustation mit Florina und den anderen Geistern. Wir gucken jetzt hier unten nochmal durch, ansonsten fahren wir wieder hoch. Kann ja sein, dass hier vielleicht irgendein Gebäude davon eine Heustation ist. Aber ich sag mal gerade, wenn... Ach du Scheiße. Aber jetzt könnten wir das doch anzünden. Ach, es ist zu nass. Natürlich. Ah, genau. Mist, wir müssen weg. Natürlich auch richtig fies, wenn es da noch regnet. Dann laufen wir halt eben nochmal hier oben lang. Aber ich kann mir halt eigentlich auch nicht vorstellen, dass mit Heustation was anderes gemeint ist. Achso, wir kommen ja bloß wieder da unten lang. Jetzt bin ich einmal komplett falsch gelaufen, ne? Ach Mist. Da kommen wir ja nicht wieder hoch. Ach, Mist, wir müssen also an dem Typ vorbei. Entschuldigung, tut mir leid. Habe ich nicht dran gedacht. Ja, ist doch gut, beruhig dich. Da läuft er lang. Wir haben ja zum Glück eine Heugabel mit gerade mal noch einem Zacken. Weiß nicht, ob wir hier Schleichangriff machen können. Na, ja, das bringt gar nichts. So, stroh mich ein. Ist okay. Ach du Scheiße. Und ich glaube, wir sind gleich tot. Ich glaube, wir sind gleich tot. Ja, man hat halt auch keine Chance, sogar wenn ich jetzt hier im Nassen nicht mal die Dinger abbrennen kann. Das Gewehr bringt gar nichts, wie wir gemerkt haben in der letzten Folge. Wenn wir nur eine Heugabel haben mit einem Zacken, dann bleibt uns halt echt nichts anderes übrig, als einfach nur wegzurennen.
3 Viecher. Ach du Scheiße. Okay, wir müssen ganz schnell unseren Muffel rufen. Und dann fahren wir halt doch wieder hoch. Ich weiß wirklich nicht, was wir sonst tun sollen. Konnten wir das hier nicht irgendwo rufen? War hier nicht so ein Plakat? Ja, war's. Ja, hier haben wir auch nur Bus, Wasser, Kirche. Hier gab es keine Heustation. Definitiv nicht. Gut, dann schnell weg. Wir fahren halt wieder hoch. Ich weiß noch nicht, wie wir hier weiterkommen, weil das Spiel lässt uns auch nicht zur blockierten Straße hoch. Da kommt direkt die Meldung, wir sollten erstmal den Kopf holen. Falls wir es jetzt in der Folge nicht finden, tut es mir wirklich leid. Die hier werde ich jetzt auf jeden Fall so lassen, wie sie ist. Weil ich leider Gottes keine Zeit mehr habe, um dann nochmal eine aufzunehmen. Und ansonsten kommt halt heute gar keine Folge und das muss natürlich absolut nicht sein. Deswegen sorry, falls wir es nicht mehr finden in der Folge, falls die ein bisschen langweiliger wird. Ich habe mein Bestes gegeben. Vielleicht bin ich auch einfach wieder zu doof und stehe auf dem Schlauch wie so oft. Aber vielleicht ist es auch wirklich einfach ein etwas schwierigeres Rätsel. Was wir mal noch schauen können, was ich noch nicht gemacht habe, ist das Haus hier rechts. Hier kommt ja gleich eins. Das Ding hier. Kann mir zwar nicht vorstellen, dass das eine Heustation sein soll, aber ich gucke jetzt lieber überall doppelt und dreifach nach, bevor wir es halt gar nicht finden. Aber hier ist nichts mit Heu. Könnte natürlich wirklich sein, obwohl so ein bisschen Heu haben wir geladen, ne? Ja, so ein kleines bisschen haben wir. Ich wollte gerade sagen, könnte ja sein, dass wir wirklich Heu abladen müssen. Und damit vielleicht die lieben Geißen anlocken. Aber ich bezweifle es. So, hier sind wir an der Heustation. Das ist meiner Meinung nach eine Heustation. Wir können jetzt einmal hier drauf. Weiß nicht, ob der jetzt automatisch ablädt. Mussten wir da nochmal irgendwas drücken? Auffahren, Stopp, haben wir. Aber das da oben saugt nicht an, also entweder mussten wir das nur einmal machen. Oh, hier ist noch eine Gabel. Entweder müssen wir komplett voll sein. Oder ich weiß es auch nicht. Ja, hier habe ich, wie gesagt, schon jeden Zentimeter abgesucht. Was halt komisch ist, ist dieses Klingeln, was wir immer hören. Dort am Wasser hatte ich auch schon geguckt. Hier ist nichts, alles drumherum abgesucht. Wir sammeln jetzt mal noch das Heu auf, was hier überall rumliegt. Vielleicht brauchen wir wirklich einen vollen Truck, dass der hier nochmal Heu entlädt und was auch immer dann in Gang setzt. Wo habe ich denn gerade so viel gesehen gehabt? Hier drüben. Sammel auf. Ich glaube, wir haben bei weitem nicht alles gesammelt. Ah doch, hier vorne hat gut geklappt. Dann das hier noch. Hier drüben liegt noch ein bisschen was rum. Wir sammeln es jetzt einfach mal auf. Ich meine, was soll's. Haben wir halt einen vollen Muffel. Ich hoffe, er hat's mitgenommen. Weil ich zeig's euch noch. Kommen wir hier durch? Du kannst das schaffen. Ich glaube an dich. Verdammt. Boah, jetzt müssen wir hier erstmal wieder rauskommen. So. Ja, ich kann es euch gerne nochmal zeigen, aber... Ah, hier liegt noch... Hier liegt noch...
Sobald wir nämlich hier hochfahren, sagt uns das liebe Spiel, dass wir Alegria holen sollen. Entschuldigung, ich spreche es immer falsch aus. Und dann werden wir, wie ihr seht, auch so komplett langsam. Ach, komm schon. Spiel, ich will doch nur das Heu. Oder Stroh. Heu, Stroh. Danke. Ja, ich hab's verstanden. Fahr doch weiter. So. Weil ich habe ansonsten... Oh, hier haben wir noch eine ganze Menge. Wirklich gar keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich bin hier 20 Minuten lang rumgelaufen. Ich habe jeden Zentimeter abgeguckt. Das Einzige, was mir halt aufgefallen ist, ist, dass wir dieses Klingeln andauernd hören. Es ist nur ganz leise. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Aufnahme hört. Ich hoffe doch. Aber es ist halt auch immer auf dem rechten Ohr. Also es ist nicht so, dass wir irgendwas orten könnten dadurch. Huch. So, wir probieren es nochmal. Geht der jetzt ab? Na, wir stehen noch nicht komplett drauf. Er lädt auch nicht ab, ne? Wir mussten das ja, glaube ich, nicht nochmal irgendwo aktivieren. Das ging beim letzten Mal automatisch. Einfach nur drauffahren, drunter stellen. Also das scheint es auch nicht zu sein. Oder er muss halt wirklich komplett voll sein. Wäre natürlich auch eine Variante, aber ihr hört es ja, dieses Klingeln. Also entweder sind es Grashüpfer oder es soll halt doch ein Hinweis sein. Wir können jetzt mal noch hier oben langlaufen. Hier drüben hatte ich schon geguckt, aber hier ist tatsächlich auch nichts. Gerade wenn sie bei Florina und den anderen noch sein sollte, dann müsste man sie ja sehen. Ich dachte halt in der letzten Folge, da hatte ich mir Folge davor noch nicht angeguckt. Was ist das? Ja, da hatte ich mir die Folge davor noch nicht angeschaut. Dann dachte ich mir, vielleicht liegt der Kopf ja einfach nur irgendwo rum und versteckt sich. Ich habe auf den Dächern geguckt, überall, glaubt mir. Aber ich habe einfach nichts gefunden. So, das ist der Tunnel. Hier sind wir hergekommen. Hier haben wir alles durchgeguckt. Hier sind wir halt bei den Imkern, aber hier war doch auch keine Heustation. Hier war ja bloß das Steinhaus und hier hinten das Bienenhaus. Ansonsten gab es hier ja definitiv nichts. Weiß nicht, da unten war bloß der Weg zur Brücke hoch und hier unten lang, da sind wir auch einmal lang gelaufen, da kommen wir dann aber, glaube ich, dort wieder raus. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wenn ihr einen Tipp für mich habt, dann schreibt es wirklich gerne in die Kommentare. Moment. Ne, ist nur der Tunnel, ne? Ach, schade. Ich dachte, wir haben noch was gefunden. Ja, wenn ihr einen Tipp habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ich glaube, fast in der Folge hier schaffen wir es nicht mehr, das ganze Rätsel zu lösen. Ach so, und ich hatte in der Folge davor vergessen, den Kommentar einzublenden. Ich habe gesagt, ich blende ihn ein und habe es nicht getan. Es tut mir sehr leid, dafür holen wir das jetzt nach. Danke nochmal dafür. Es kam auch noch ein zweiter Kommentar mit einem gleichen Tipp. Den schneide ich auch gleich noch mit rein. Sorry, dass ich das vergessen habe. Ja, Leute, ich weiß wirklich nicht, was wir noch machen sollen. Wir waren überall, wo wir hätten sein können. Das Einzige wäre halt wirklich... den Muffel noch komplett voll zu machen. Mal, hier liegt noch was. Hier hinten kommen wir leider nicht weiter. Ich fahre jetzt einfach nochmal vor.
Eventuell wieder ins Anfangsgebiet zurück, damit wir den Muffel noch voll kriegen. Falls wir jetzt hier nichts weiter finden sollten. Und dann können wir bloß nochmal mit vollbeladenem versuchen, uns da reinzustellen. Aber ich habe ansonsten keinen blassen Schimmer, was das Spiel gerade von uns will. Schade. Also es lief eigentlich bis jetzt ja recht gut und wir sind immer ganz gut durchgekommen. Ein, zwei Hänger gab es mal, aber das hat sich eigentlich alles innerhalb von einer Folge wieder aufgelöst. Aber dass wir jetzt hier eine Folge wirklich komplett gar nicht mehr weiterkommen, war von mir nicht so gewünscht. Dann fahr nochmal zurück. Wir haben in dem Gebiet ja ansonsten nur noch Serpentinis Haus. Und das war's, ne? Das kleine Haus vorne haben wir durchgeguckt. Ansonsten geht's ja bloß noch hoch zu den Imkern. Eventuell meinte er doch irgendwas bei den Imkern, aber ich kann es mir halt nicht vorstellen, weil da war ja keine Heustation. Wir fahren jetzt hier nochmal durch, sammeln uns noch ein bisschen Heu, fahren nochmal hoch, gucken, ob das da reinpasst und wenn nicht, dann bin ich wohl auf eure Hilfe angewiesen. Beziehungsweise habe ich dann am morgigen Tag bestimmt auch nochmal mehr Zeit, um hier in Ruhe mal rumzugucken. Normalerweise mache ich das nicht, dass ich außerhalb vom Let's Play irgendwas weiterspiele, aber wenn es dann halt wirklich so langweilig ist, dass wir halt eine ganze Folge lang nur am Suchen sind, dann hoffe ich, dass ihr da Verständnis habt. So, Muffel ist voll. Die Folge jetzt hier muss ich nur leider hochladen, weil in 2 Stunden kommt sie online und ich habe auch keine Zeit mehr, jetzt nochmal eine aufzunehmen und zu hoffen, dass wir es dann rausfinden. Aber da es wahrscheinlich eh nicht von selber rausfinde, ist es auch ganz gut, dass die Folge hier online kommt, weil dann könnt ihr mir helfen und ich hoffe ganz stark, dass jemand dabei ist, der des Rätsels Lösung kennt. So, wir haben einen vollen Muffel. Wir fahren jetzt nochmal schnell zu der Station. Aber ich befürchte fast, dass das absolut schwachsinnig war, was ich gerade getan habe. Aber vielleicht haben wir ja doch Glück. Aber mehr würde mir nicht einfallen. Ansonsten können wir bloß nochmal bei den Imkern gucken, ob da noch irgendwo versteckt eine Heustation war, eine weitere, die ich noch nicht gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob wir bei den Imkern überhaupt schon alles erkundet haben. Baum, nicht da runterfahren, danke. So, jetzt nochmal fix hier rein. Und gucken, ob hier was passiert. Aber auch hier passiert einfach nichts. Wir stehen drauf, könnten noch ein kleines Stück vor. Aber ich kann hier auch nichts weiter auswählen. Und wüsste ehrlich gesagt auch leider nicht, was wir noch machen sollen. Es tut mir sehr leid, aber ich muss die Folge jetzt hier erstmal beenden. Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen. Ansonsten muss ich hier wirklich in Ruhe nochmal gucken, ob ich einfach nur einen Denkfehler im Kopf habe. Oder das Spiel doch gerade ein bisschen mehr von mir verlangt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen geht's dann weiter. Macht's gut.